Lol, ey, der Blaue ist da oben und kommt nicht mehr raus, Alter. Nice, funktioniert. Oh mein Gott, Alter, ich kann die Leute schlagen. Wie geil ist das denn, Alter? Junge, ich hau die jetzt mal kurz weg, Alter. Wie... Schlag die mal schnell runter, schnell. Ja, super. Ja, Mann, das funktioniert. Also Leute, wenn euch solche Bugs gefallen und ihr wollt, dass ich mehr solche Bugs veröffentliche, dann lasst einfach ein Like da und abonniert diesen Kanal, wenn ihr keine weiteren Bugs verpassen wollt. Hallo Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mir wurde ein Bug von einem Minecraft-Server zugeschickt, der ziemlich krass ist. Wenn ihr eventuell Bugs auf größeren Netzwerken kennt oder wollt, dass ich eure Server überprüfe, dann müsst ihr mir das einfach in die Kommentare schreiben, vorausgesetzt, ihr habt meinen YouTube-Kanal abonniert. Und wenn ihr mehr solche Formate haben möchtet, wo ich solche Bugs vorstelle und die Server-IP in die Beschreibung reinpacke, dann liked einfach dieses Video und weiß ich Bescheid. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute, damit herzlich willkommen zu einem Video von mir. Mit dabei ist der Netflix, hallo. Und zwar befinden wir uns gerade auf dem Yatex Network Server. Es handelt sich hierbei um ein Minigames-Netzwerk und ein Zuschauer namens Anton, Link zu seinem YouTube-Kanal in der Beschreibung, hat mir einen Bug reported, ne? Damit der Bug ganz schnell behoben wird, guckt euch bitte dieses Video zu Ende, joint dann auf dieses Netzwerk drauf und nutzt dann ebenfalls diesen Bug aus. Denn so werden die Admins schnell aufmerksam. Ich lese euch mal ganz kurz das Kommentar vor. Hey Garkulim, ich habe einen neuen Glitch auf dem Server Yatex Network in Bed Wars gefunden. Wenn du eine Runde spectatest, kannst du Spieler hitten, in Klammern echt cool. Um die Partybefehle zu nutzen, musst du auf einem Bed Wars Unterserver sein. Mache eine Party mit einem Freund, wenn die Runde gestartet ist, reconnecte, lass dich wieder in die Party inviten, lass ihn / Party Warp ausführen und du bist in der Runde als Spectator und kannst alle Leute hitten. Ist das nicht cool? Findest du das cool, Nentex? Ja, geht schon klar. Ach ja, übrigens, Nentex ist ein zufälliger Spieler, den ich auf dem Griefer Games Teamspeak angetroffen habe. Vielleicht kannst du ja mal was zu deinem YouTube-Kanal erwähnen oder so, falls du einen hast. Hast du einen? Ja, nee, ich habe einen Insta-Account, da heißt es http://max.unter. Folgt ihm auf jeden Fall mal, ein richtiger Ehrenmann, hilft mir hier bei der Aufnahme. Und ich würde sagen, wir befolgen jetzt alle Schritte. Ich heiße übrigens Miese Hacker, weil Garkulim ist schon vergeben. Also falls ihr einen Garkulim seht, dann ist es ein Faker, weil es ist ein Crack-Netzwerk. Ihr könnt hier mit jedem Namen drauf. Hast du mich invited? Man kann hier keine Leute adden, keine Ahnung warum. Ah doch, 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 doch. So, ich bin jetzt die Party gejoint. Jetzt müssen wir eine Runde starten und ich muss reconnecten. So, dann starte jetzt mal eine Runde. Gehen wir mal gleich irgendwo hin, ich freue mich schon total. Player, hier sind 117. Okay. So, perfekt. Ist das Bed Wars? Lol. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, ob das geht. Und Leute, wenn es geht, dann lasst auf jeden Fall bei dem Bug Reporter ein Abo da. Ihr könnt übrigens das gleiche machen, Leute. Schreibt mir einfach in die Kommentare einen Bug rein, den ihr auf einem Netzwerkserver kennt. Und dann werde ich den ausnutzen, wenn der gültig ist, dann promote ich eure YouTube-Kanäle, ne, als Dank. Ich glaube, wir müssen noch ein Team auswählen. Dann Gray, Gray. Okay. Ja. Ah, reconnecten denn die ganze Zeit die Spieler, oder was? Leaf Noob, da ist jemand richtig am Ausrasten. Auf jeden Fall, ich habe halt sowas ähnliches mal, ist mir passiert. Da war ich in Spectator-Modus und da konnte ich halt Betten abbauen und so weiter. Also. So Zeug. Und ja, haben sich auch so ein paar Leute aufgeregt. Falls ihr Plugin-Entwickler seid, dann macht nie das Lobby-System genauso wie hier. Dass irgendwelche Leute liefen können und das Spiel immer von neu beginnt, beziehungsweise der Countdown. Oh, Gott sei Dank. Okay, jetzt muss ich reconnecten. So, Verbindung trennen, direkt verbinden, jetzt reconnecte ich. So, jetzt invite mich wieder in die Party. So. Jo. Und dann musst du / Party Warp ausführen. Machen wir mal / Party Warp. Ja, hab ich gemacht. Warte mal kurz, ich geh mal kurz in die Bed Wars Runde. Machen wir mal wieder / Party Warp. Ja, hab ich wieder ausgeführt. Okay, invite mich mal wieder in die Party. Ja. Da steht, ich bin in keiner Party drin. Ja, ich hier. So. So, jetzt gib ein / Party Warp. Lol, es funktioniert. Oh mein Gott, lol! Alter! Ey, ich bin ja wirklich drinne. Warte mal kurz. Moin. Nice, funktioniert! Oh mein Gott, Alter!
Alter, ich kann die Leute schlagen. Wie geil ist das denn, Alter? Junge, ich hau die jetzt mal kurz weg, Alter. Wie geil. Kann ich ihn eigentlich auch Betten abbauen? Eine Blaue hackt. Wer hackt? Moment mal, ich komm mal kurz zu dir. Du bist ja Grey, ne? Du bist ja schon so gestorben. Der Blaue, der hackt. Der Blaue, der hackt. Komm ich mal der kurz zu dir. Vincent, ja, dann hauen wir den mal gleich runter. Siehst du oder den? Siehst du den? Ja, sehe ich. Pass auf, Moment mal, der geht gleich drauf. Ja, haust du den auch, hä? Ja. Oh Mann, ey, ist das doof. Ich probiere das auch mal aus, ob ich Leute schlagen kann. Wir können es dann auch in anderen Spielmodis ausprobieren. Leute, ich kann die auch schlagen. Ja, doch, kann ich den schlagen? Ich kann die auch schlagen. Ja? Jawohl. Ja, ich kann nicht schlagen. Als ob du... Ja. Alter Schwede. Also Leute, wenn euch solche Bugs gefallen und ihr wollt, dass ich mehr solche Bugs veröffentliche, dann lasst einfach ein Like da und abonniert diesen Kanal, wenn ihr keine weiteren Bugs verpassen wollt. Und ich lade dann sowas natürlich dann auch dementsprechend öfters mal hoch, ne? Könnt ihr dann irgendwie zu 500 oder zu 700 auf dem Server drauf und diesen Bug ausnutzen? Es hat immer positive Einflüsse auf die Minecraft-Server. Das könnt ihr mir glauben, es wird ja sehr schnell dann gefixt. Ach ja, ich würde keinen raten, einen gecrackten Server zu machen. Ich kann ja noch später mal darüber ein paar Videos machen, kann ich ein paar Joinbots zeigen und ein paar andere Sachen, um euch ein bisschen davor abzuschrecken. Also Leute, immer fleißig Premium-Server aufmachen, niemals Crack benutzen. So, jetzt musst du gleich reconnecten. Jetzt reconnecten? Ja, reconnecte schnell, bevor ich gleich geschlagen werde. Und dann wieder in Skywars gehen, oder? Nee, in Bed Wars. Und dann invite ich dich. Ach so, ja. So. So, slash Party Warp. Bist du jetzt hier? Ja, ich bin noch nicht in der Party. Ah. Okay, dann komm in die Party rein. Und jetzt slash Party Warp. Ich bin schon nicht. Bist jetzt da? Kannst du jetzt rumfliegen? Hau mal bitte mal den gelben weg. Bitte. Bitte hau mal den gelben weg. Ich flehe dich an. Und hau auch mal das Bett mal von denen ab, falls es funktioniert. Nein. Schlag den mal schnell runter, schnell. Ja, super. Ja, ja. Mann, das funktioniert. Also den anderen auch noch, der muss ja. Kann auch. Ey, kannst du auch das Holz da abbauen? Ja, ich probier's mal. Ich kann nichts abbauen. Man ist so wie in, ich glaube, das Game of Style, ne? Kannst du eigentlich auch mich schlagen? Boah, muss ich mal gucken, warte. Ich komm kurz zu dir. Hau mal mich. Oh, lol, du kannst auch mich schlagen. Ja. Ich tue jetzt mal so auf ganz Noob. Damit sie gleich zu meiner Base laufen. Haust du sie gerade die ganze Zeit runter? Ja, die wollen die ganze Zeit zu Team Rot. Ja, Moment, lass mal kurz. Ja, dann müssen wir. Machen wir mal für Team Rot hier eine Brücke. So, der läuft jetzt gleich zu mir. Moment. Gleich muss ich mal ganz kurz runterhüpfen. So, das hast du ganz gut gemacht. Jetzt. Die Game, die haben ein Bett. Ja. Alter, perfekt. Ey. Lol. Und jetzt wüsstest du, es funktioniert, es funktioniert. Oh mein Gott, es funktioniert. Jetzt können wir es ja beide machen. Lass uns mal zu Team Rot teleportieren. Du bist jetzt bei Team Rot? Ja, bin ich. Lass mal den da hinten auf der Insel weghauen, der nicht an der Base ist. Ich hau diesen Nove und du haust den Lollipop, okay? Ich renne mal hinterher. Ganz kurz vor, lass ihn mal so. Oh. Nein, du baust dich da nicht rüber. Oh Mann, ey. Das ist ein schöner Hack. Die Game, die spawnen gar nicht mehr. Du darfst sie übrigens nicht umbringen, ne? Sonst steht im Chat, dass du sie umgebracht hast. Was? Okay. Lol. Bist du das da oben? What the hell? Da ist oben irgendein Spieler gespawnt. Hey, lol, da oben ist einer. Ja, Moment, ich versuche sie mal zu schlagen. Wie verbuggt ist der Server? Hey, wie bist du da hingekommen? Ich habe keine Ahnung, ich bin einfach nach oben geflogen. Hier ist nämlich so eine... Ey, da kommt er nicht mehr raus. Ey, ich hab das Gefühl, wenn wir hier Spieler umbringen, dann sind sie da oben in der Box. Ich schlag mal einen anderen Monster. Der wehrt sich, der Böse. Die regenerieren sich die ganze Zeit. Ja, der eine ist unten. Der eine ist unten. Aber ich kann noch nicht mithelfen. Geht das schneller. Also.
komm, stirb. LOL, ey, der Blaue ist da oben und kommt nicht mehr raus, Alter. Nicht hauen. Lass doch mal so viele Leute wie möglich in die Box reinbringen. Mhm. Auf keinen Fall runterschlagen, ne? Das ist ganz wichtig. Man darf ja nur töten, ne? Also nochmal. Mhm. Okay. Dann töte ich mal den Nächsten. Ja, ich bin auch gerade bei einem fast fertig. Guck mal, da laufen jetzt beide so rum. Passiert denn jetzt, wenn der eine den anderen jetzt umbringt? Oh, der baut mal kurz sich gucken. Zu. Oh. Okay. Die spawnen dann. Ja, ich hab auch einen gekillt. Ja.